Go, go. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Fantasy Mod mit dem Werten Astra. Hi. Und mir. Hi. Was ist denn das für ein Baum hier? Der wächst ja komisch. Wo ist denn der Krieger? Dann machen wir den jetzt weg. Der ist abgehauen. Gut, da vorne ist er. Komm, weg damit. Oh. Tag, Krieger. Bei Ach, dem hier ist noch klappte. einer. Ja. Oh, die hat aber Magie-Sachen an Ja, sich. deswegen muss er ja auch weg hier. Aua! Ach, und die trifft mich, ey. Was hat die nur für Reichweite? Ich habe mir zwei Pfeile in den Hintern geschossen. Das Ich ruf hat mich sie auch mal nicht heilen, mehr. das ist jetzt alles so ein bisschen. So, wir Wir haben oben wollten. ganz viele Painkiller. Oh, hier kommt Ja. schon wieder einer angelaufen, ne? Ja, deswegen Aus der jetzt anderen erstmal. Richtung. Ich lenke sie da mal unten ab, ne? Ich bringe sie jetzt nicht mehr nach oben. Ach ne, Nee. die dreht schon wieder um. Die dreht schon wieder um, ganz komisch. Zwei Leitern unten weg, ne? Genau. Daxter, the animation is quite funny, ne? She's running optically, but you probably know this. Es gibt mehrere neue Modelle für die Krieger und Lagettas, die wir in der Stammdatei abgelegt haben. The new models are for the Alpha 18. Or should they be already included? Was vermeide ich? Der tötet die Hasen. Achso, ja, ich kann keine Hasen töten. Dann kriege ich Ärger mit Big Bunny Man. Also diese Lagerta kommt aber näher, ne? Also die ist ein bisschen dusselig. Ah, okay. In der Alpha 18 haben sie neue überarbeitete Modelle für die Lagerta und für die Krieger drin. Asrak. Okay. Gut. Du weißt schon, dass wir jetzt gerade nicht mehr hochkommen, ne? Ah ja. Doch. Ach, Warte, die da hier. hinten meinst du? Okay. Ja. Oh, die tut doch schon ein bisschen weh. Ja. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weg eben. Warte, ich. Okay. Ja, ich kann mich ja gleich auf den Schlafsack stellen. Was denn jetzt mit dem Müll hier? Das Müll. Wollen wir das Müll mal. Was denn für Was war Müll? das denn? Ja, hier macht was immer etwas Müll. Hier, ach, das Schaf. Ach, das ist das Schaf, was Das du ist hast leben Myrrh, ja. lassen. Der Das jetzt ist weiß, was du Müll. mit Myrrh meinst, okay? Müll. Ja, es Myrrh. macht immer Müll und. Myrrh. So, das kloppen wir erstmal weg. Tierquälerei. Was? Wir müssen Wo? jetzt drei Wer? Schweine töten, ne? Genau, wir brauchen drei Schweine. Das wäre so der nächste Point. Dann kriegen wir hier so einen Stall, wo wieder drei Schweine drin sind. Das wäre was, oder? Das wäre cool. Wollen wir uns mal ein bisschen umgucken in der Stadt? Ja. Obwohl, ich habe jetzt nicht so viel Leben. Vielleicht stelle ich mich eben kurz, aber ich habe 40. Wie viel hast du? Ich glaube, ich stelle mich sonst mal auf den. 65. Ja, das ist ja auch nicht so viel mehr. Vorsicht ist die Mutter der Porzellantruhe. Ja, dann kann ich mich auch eben auf den Schlafsack oben stellen. Kannst du machen. So mal kurz. Kein Problem. Der liegt hier direkt neben meiner Kiste. Das ist ja auch noch nicht ganz, gar nicht mal so unpraktisch, ja. Nee. Ich habe gar nichts zum Einräumen. Aua! Jetzt habe ich noch 55. Ich kann dir ein paar Heuballen herstellen nochmal. Dafür brauchst du mal 10 Plantfarben. Ich gebe dir mal drei Heuballen, dass du auch die Möglichkeit hast, hier aus eigener Kraft hochzukommen, ne? So für den Fall der Fälle. Mehr können wir erstmal nicht machen. Also ich könnte schon ein paar mehr Heuballen herstellen.
Ich mach nochmal 6 hinterher. Die brauchen ganz schön lange, weißt du das? Was sind wir? Nee, die Heuballen. Unsere Klassenrolle. Pass auf, ich mach das jetzt mal eben mit der Klassenquest, weil das möchte ich nicht abends auf dem Dach machen, wenn die 1000 Skelette dann spawnen. Aha. Okay. Wir haben viele Modelle ersetzt und Dutzende mehr wie Medusen und Minotauren hinzugefügt. Nicht mehr Imps. Ja. Okay. Ich habe kein Problem gehabt mit den Imps. Die waren okay für mich. Nee, aber nicht, aber es gibt ja dieses schöne Kreaturen-Mod und dann sollen wir das auch benutzen. Ja. We have no problems with the Imps, but no additional Imps are great. So. Okay, lesen wir das mal. Wie geht das nochmal? Ach, Use. Nee, doch, oder? Ach, Recipes. Okay. Wir wollten dann Sorcerer wieder nehmen, ne? Ja. Okay, Craft. Achso, hier, Heuballen. Wenn du runterkommst, kann ich dir welche geben. Hm. Sorcery the Awakening. Ich lese mal dieses Buch, aber ich begebe mich mal ein bisschen von unserem Haus weg, okay? So. Ja. Oh, ich muss mal kacken. Ah ja, ich sehe es. Ah, ich habe ein schönes Schauspiel hier. Aha. Das sieht immer toll aus, finde ich. Ja. So. Ich muss erstmal auf die Toilette. Wir haben unten eine Toilette im Keller. Im Erdgeschoss ist doch ein Klo. Du. Moment, ich habe gerade einen Hund, einen Wolf. Wir hatten einen Wolf. Wir haben im Keller ein Klo. Ja. Ja. Wollte ich nur so gesagt ja, haben. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Starvation gibt's leider nicht mehr. Nein. Leider nicht. Brauchst du ein Knochenmesser, Asrat? Nee, ich habe eins, danke. Okay. Ich habe noch einen Kochtopf gefunden. Perfekt. Jetzt haben wir zwei, ne, oder? Mhm. Macht ja nichts. Oh, ich habe ein Schwein. Ich habe ein Schwein. Wenn du, komm mal nach Hause zurück. Hier ist nämlich der Stall mit ja, zwei Schweinen. Ja, ich weiß, da habe ich den Wolf gekillt gerade. Ach so. Der war da denn? Drin. So, du kannst loslegen. Ein Schwein nach dem anderen. Warte mal, ich schieße mal erstmal mit dem Bogen drauf. Locks an, ne? Au! Ja, ich habe auch ein Schwein bekommen. Ich kann es ausnehmen, wenn du willst. Ja. Warte. Ich lock mal das zweite eben an. Zweiter das hat auch nicht, gezählt. Nee, doch, jetzt hat es gezählt. Hat ein bisschen gedauert. So, warte, ich gucke, ob noch ein drittes da ist. Ich meine, da ist ein drittes. Jawohl. Ich schieße es kurz an. Bleib drin, oder? Ja, oder? Weiß nicht. Dünn bleiben, oder? Und weg. Okay. Also ist das ja immer eine sehr einfache Methode, genau diese drei auch zu kriegen, ne? Oh, jetzt brauche ich aber gleich mal Heilung. 27 Leben noch. Nimmst du es auch raus? Ja, ja, ja. Ah, das ist ja eine... die Kobolde saugen? Wie die Kobolde saugen. Okay. Ach, Sachs?
Ach, er wird wahrscheinlich Sachs geschrieben haben. Ja, ja, okay. Saugen ist es aber nicht. Was ist denn Saugen auf Englisch? Nee, da war ich schon drin im Schwein. Sachs is a word nearly no translation machine can translate. It's what's is ich weiß ja, was heißt denn Saugen auf Englisch eigentlich? Okay, aber die Kobolde wurden wohl durch neue Goblins, Hobgoblins und neue Kobolde ausgetauscht. Und Klassenwechsel sind geplant. Barbar, Waldläufer, Bandit, Tempelritter. Sehr gut. Und Questlines für jede Klasse. Mhm. That sounds really good. But probably a lot of work. Ja, aber it sucks. Ich fülle mal Wasser auf. It sucks ist ja. Ist mir schon klar, dass das übersetzt wird. Aber was heißt denn. Oder ist suck wirklich saugen? Okay. Sucking ist wirklich saugen. So, ich habe Wasser aufgefüllt. Box. Ich mache nochmal zwei Small Boxes, okay? Mhm. So, wir haben jetzt 29 Mulky Water. Die können wir dann dementsprechend umnudeln. Ich brauche Steine. Ah, das Warm Meat muss ich mir erstmal aus der Kiste eben holen. Charred Meat musst du erstmal machen. Ja, eins, ne? Das kann ich gleich machen. Das kann ich nachts machen sonst. Ich packe erstmal meine ganzen Zaubersprüche weg hier. Where? Du kannst dein Animal Hide gerne wiederkriegen, weil ich habe. Nee, ich hab dasselbe. Ich hatte es doppelt. Achso, weil ich habe Black Gothic Boots dazu bekommen gerade. Respekt. Ich finde, wir haben einen guten Start gehabt. Ja, ich bin auch nicht unzufrieden. So, ich starte jetzt auch mein Dings. Ja. Gehst auch mal ein paar Meter weg wahrscheinlich dann, ne? Irgendwie sicherheitshalber, ne? Das stimmt allerdings auch. Aber wenn jemand sagt, it sucks, dann ist es in einem anderen Zusammenhang gemeint. Ich meinte, die Imp-Modelle sind lausig. Darkstar. Die sind lausig. Das ist aber auch ein cooles Wort. Das kennen auch die wenigsten. Ne? Was, lausig? Lausig, ja. Ja, die kennen das. Ist das da unten ein feindlicher Hund, der da unten an dem Stein pendelt? Oder ist das ein... Killerkaninchen? Was ist denn das? Ich kann das nicht erkennen. Irgendetwas läuft da unten. Ich habe mir zu wenig Leben, um das auszuprobieren, was es ist. Ich stelle mich mal ganz kurz auf den Schlafsack. Obwohl, ich könnte auch einen Pain... Nee, einen Painkiller nehme ich jetzt nicht. Oh, ich habe eine Heilbandage. Ich glaube, die... Nee, nehme ich auch nicht. Das ist ein Kaninchen? Asaka, die ist zum Kaninchen entfleucht, kann das sein? Mhm. Das stöhnt denn da unten. Bist du das? Nein. Dieses bist du das? Nein. Nimm eine Granate. Halleluja, eine Holy Hand Grenade. Ja, ja, genau. So. Live Translate auf der Chatroot, wie nice. Was geht's los? Ach, hast du immer noch nicht? Ach, okay. Das Kaninchen kann ich leider nicht töten. Ach, ja, da läuft er. Oh, sieht das geil aus, wenn die Meteore vom Himmel fallen. Das habe ich noch nie gesehen. Der ist schön. Gut, dass ich Fotos gemacht habe. Klasse. Das sieht toll aus. Richtig gut. Was wollte ich denn machen? Ach, ich wollte vielleicht noch ein bisschen...
bisschen. Du hattest eben irgendwas gesagt, du hast Wasser nachgefüllt. Haben wir den Schnee oder so? Nee, oder, hier ist ein Brunnen, direkt vor uns. Ach, und der füllt Wasser? Okay. Ja, klar. Ich dachte, der ist nur so ein Zierbrunnen. Nein. Der füllt ja wirklich Wasser. Cool. Ja. Deswegen habe ich da schon mal unser Wasser aufgefüllt. Ja, super. Ja. Ha, da haben wir wirklich einen echt schönen Start. Also ja, wir haben Wasser direkt vor der Nase, kann gar nichts passieren. Wir müssen noch was bauen gegen Flugdrachen, ne? Dass wir da oben geschützt sind. Also wir müssen wenigstens noch so eine Holzhütte da oben draufsetzen oder so ein wenigstens so ein begehbares Dingens. Ja, dafür müssen wir erstmal Woodframes und dafür brauchen wir ja diese Säge und sowas, ne? Aber auf dem Dach oben hat Platz, da kann jeder sein Ding setzen. Oh ja. Weißt du? Also ich werde jetzt aber erstmal ein bisschen Holz und sowas besorgen, damit wir in der Nacht ein bisschen was craften können. Ne? Mhm. So, denke ich mir. Und Steine und sowas. Mhm. Dober Baum. Wasser direkt vor der Nase, ich hätte wel schafft es daran zu ertrinken. Weißt du, das ist die Schattenseite. Vorsicht. Von so 10. Was? Naja, hier. Also das ist dann die Schattenseite von so einem 10-Euro-Abo, weißt du? Dann kommen halt auch mal solche Sätze. Das ist, ja, da musst du durch. Immer, ne? So ein Tausch. Immer lächeln, immer freundlich sein. Wir haben ihn ja trotzdem irgendwie lieb. Ja. Es glänzt halt nicht immer alles. Meine Stirn ab und zu mal, wenn ich Schweiß drauf habe, die glänzt häufiger dann. Es ist ganz gut, wenn ich dann ins Campfire laufe, nachts auf dem Dach, kann ich unten in den Brunnen springen. Hä? Hat nur Vorteile. Wie war eigentlich. Das? Was? Was? Wenn ich nachts auf dem Dach ins Campfire laufe, kann ich dann erst schnell in den Brunnen springen. Und mich löschen. Du bist ein Fuchs. Ja. Also das klingt nicht mehr nach Rasenmäher. Ich glaube eher, dass sie da... ich muss da mal echt gucken, was sie da machen. Mich würde das einfach mal interessieren. Entweder fräsen die da Bäume kaputt, also häckseln, oder ich kriege eine Riesenbaustelle vor dem Haus. Das wäre echt uncool. Aber das wäre passend, weil ich habe jetzt Urlaub und die fangen dann morgens um 7 an und dann war es das mit Schlafen. Ja. Genau. Was macht Mölderlin? Hört ihr davon alle irgendwas im Stream? Nee, ne? Oder? Dieses. Wie lange streamt ihr denn heute? Fragt Lester Schwester. Das ist eine gute Frage. So lang wie wir können. Denn wir haben so lange jetzt auf den Server gewartet. Ich will da jetzt auch ein bisschen machen. Ja, ohne ich weiß, so zu erscheinen. Bis 6, 7 denke ich mir schon. Danach muss man echt gucken, weil ich habe da noch nichts gegessen. Astrak hat Nachtschicht gehabt. Der ist direkt aus der 12-Stunden Nachtschicht quasi heute früh in den Stream rein. Aber er sagt, er muss ja nicht essen. Nee. Also der hat gestern Abend ab 18 Uhr gearbeitet, durch bis morgens 6 und ist seitdem jetzt hier quasi. So, wie man es von seinem Streamer erwartet. Voller Einsatz. Ja, yeah, it's just too bad that the companions don't work in Multiplayer. Richtig, ach so, richtig. Eine Durchsage mal. Also die Begleiter, die funktionieren nur im Multiplayer nicht. Im Singleplayer funktionieren die. Solltet ihr also alleine spielen, könnt ihr da jederzeit so einen Begleiter anheuern für 1000 Coins. Das geht nur im Multiplayer nicht. The question is, why they do not work in Multiplayer? Can't be... It would make sense if they would at least follow this one person, not the team, but this one person. It's a bit strange that this is not working. Oh, den nehmen wir noch mit hier. Was krieg ich kriegen hier? Ah, jetzt habe ich auch Durst. Nee, dich hau ich nicht. Okay. Oh, 2 Repair Kits standen hier so noch. Ist es da, ich nehme an, dass neben dem Landclaim Block, das ist deine persönliche Kiste, weil da dein Kram drin ist? Nee.
Okay. Ich habe nur meine Zaubersprüche habe ich in die eine Kiste an der Metalllüftung gepackt. Da sind meine Zaubersprüche drin, die ich da aus meiner Kiste da bekommen habe. Persönliche Kiste, aber also die alle an der Wand stehen, sind keine persönlichen Kisten. Nee, aber die neben dem Schlagwerk da. Weil da sind Heilung drin und deine Eisbell und so ein Kram. Oder soll da alles rein in der Richtung? Nein, die steht da an der Lüftung, genau, dieser Lüftungsschacht. Das ist meine Kiste mit meinen Zaubersprüchen, ja. Deine Kiste, das wollte ich wissen. Ja, ich habe sie jetzt nicht als meine Kiste betrachtet. Wir können natürlich auch alles zusammenpacken, da. Passt schon. Dann mache ich auch eine gerade. Auf der anderen Seite. Aber nur die anderen waren eh voll und dann musste ich sowieso eine neue Kiste machen für die Zaubersprüche. Und dann dachte ich ja, mir, ja, ja. Gut, dann alles gut. Packe ich die da gesammelt rein. Ja. Was ist denn da oben überhaupt? So. Ich bin auf so einem Wasserturm, aber es hört sich so an, als wäre hier Feuer drin. Das ist gar kein Wasserturm. Ich will hier raus. Da ist irgendetwas drin. Hörst du dieses Geräusch? Asrak? Nee, ich höre es nicht. Es macht... ungefähr so. Nee. In dem Wasserturm muss etwas drin sein. Und es schlicht sich langsam nach draußen. Mhm. Mit kleinen Fäusten, wie sich das anhört. War ein extra. MXXR, schönen guten Tag. Eingereicht ist so schlecht, dass die Bandleiter aber nicht mehr multiplayern. Denke ich, dass sie mögen würden, aber ich denke, dass die Kugel versuchen würde zu zählen. Okay, that was a quite difficult translation. Maybe you could try to put the same sentence in deeper. It would be interesting if there is a larger difference. It's fine. Ja, nee, also den Wasserturm müssen wir echt mal nächsten Tag untersuchen. Das ist... Ist der nicht heim? Es ist kein Wasserturm, das ist mehr so ein Silo oder so. Mhm. Also das Geräusch ist interessant, das jetzt zu hören müssen. Und euch hier? Toiletten oder nicht? Oh, ich muss auch auf Toilette gerade. Auch wie praktisch. Ha! Und die stehen da beide vor dem verschlossenen Flur an und links ist offen. Sind die doof? Okay. Eine Kiste ist noch zu, die du oben drüber gehängt hast. Das ja, habe ich vergessen. Ah, okay. Genau. Pinkelt der Hund ins Wasser? Wir haben jetzt zwei Hunde in dem Wasser. Mhm. Pop und Pilz. Achso, das ist ja unser Haus. Hast du da gerade gemacht? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, dass was bei uns auf dem Haus ist. Ah doch, du wirst es gewesen sein. Okay, ich bin wieder da. Welcome back. Machst du die Kiste oben noch auf? Ja, wir sind aber 24 Minuten jetzt. Ja, haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Ja, komm mal ran. Ich weiß nicht, wie viel du willst. Nee, alles gut. Also, Mist, im Moment ich hab's jetzt nicht eilig. So. Achso, das Chart Matt, das muss ich mal eben machen. Craft Campfire. Erneut. Okay, kannst du haben. Ja, wahrscheinlich jetzt für das große Campfire oder so. So wird's sein. Wo mache ich denn das Chart? Im Feuer. Im Campfire. Hier in diesem? Im Campfire. Kann ich nicht. Doch, ich brauche fünf davon. Fünf. Oh. Gather Cooking Pot. Ja, da haben wir da auch ein paar von. Ja, wir hatten noch zwei. Also Craft müsste Fire ja, Pot Small. Also müsste ja jeder seine. Genau, das reicht dann für jeden. Ne? Genau. Lieber zwei Hunde in Wasser als ein Hund auf dem Hals. Ja, genau. Das stimmt. Bio.
Schönen guten Abend. Guten Tag. Na, wenn ey, ist es halb drei, well. Get bulky monkey water. Du weißt was, das esse ich auch gleich mal. Ja, ja, mach. Das Stück Fleisch. Jetzt muss ich schon wieder ein Campfire herstellen? Ja, weil du hier jetzt dieses Große daraus bastelst. Ach, diesmal stelle ich es nicht auf. Nein, stimmt, nicht aufstellen. Genau, das war. Ja. Gather Cooking Pot haben wir da hier. Ja, haben wir. Firepot Small. Was ein Glück, habe ich die Behälter mit Brackwasser gefüllt. Da kann man die nämlich jetzt schön abkochen. Und zack, Quest läuft gerade. Im Moment, also der Anfang läuft gut, muss ich sagen. So, dann brauchen wir Get Tree Trunk. Gather Bottled Murky Water. Haben wir noch hier irgendwo? Ja, nullmal gestorben. That's right. Craft Bottled Water. Was kann man da machen? Tree Trunks habe ich auch da drin irgendwo. Ich habe jetzt natürlich nicht alle. Ich koche jetzt natürlich nicht alle. Ich koche jetzt erstmal nur drei Flaschen. Ja, ja. Ich hab mir jetzt erstmal fünf gemacht und ist gut. So. Wo sind meine Tree Trunks? Ach, beim Craft muss ich ja wieder im Campfire bleiben, sonst zählt das nicht. Ja, genau. Ja, gut, dass ich drei hergestellt habe, weil sonst wäre ich jetzt schon drauf reingefallen. Mhm. Bogardian, hallo. So früh schon? Du, wir waren um 9 Uhr schon hier. Aber das Interview ist leider ausgefallen. Ja, das ist ein bisschen schade. Weil, Internet. Gründe. Ein Bagger hat die Internetleitung gekillt. Bei denen, vorm Haus. Und damit haben die bis heute jetzt erst nochmal keinen Strom. So, wollen wir uns mal aus der Aufnahme verabschieden? Ja, das können wir jetzt tun. Ja. Dann hole ich mir jetzt eben was zu trinken und dann können wir ja nachts dann in der Nacht wieder einschalten. Irgendwie, ne? Ja, gerne. Ja, okay. Bei mir läuft es sowieso durch. YouTube. Bis dann. Tschüss. Ciao.